Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich bin der Oliver und heute zeige ich euch mal, wie ihr herausfinden könnt, aus wie vielen Farben euer Bild besteht. Ich habe hier mal so einen kleinen Ausschnitt aus einem Webdesign und ja, wir wollen jetzt herausfinden, wie viele Farben das sind und diese Farben dann hier in die Farbfelderpalette übertragen, damit man damit quasi weiterarbeiten könnte und sich dann auf diese Farben festlegt. So, ich fange mal an. Als erstes mal muss bestimmt werden, wie viele Farben das sind und welche Farben das sind. Deswegen gehe ich auf Bild, Modus und indizierte Farbe. Jetzt zählt mir also quasi Photoshop diese Farben, aber zuerst mal fragt mich Photoshop, ob ich alles auf eine Ebene reduzieren möchte. Ansonsten wird nur die obere Ebene genommen. Ich bestätige also und jetzt habe ich also das Ganze eingedampft auf eine Ebene. Und im nächsten Schritt zeigt mir Photoshop an, es sind tatsächlich 256 Farben. Und um die Tabelle anzulegen, habe ich hier erzwungen Schwarz-Weiß. Das zeige ich euch gleich, was das bedeutet. Bestätige das. Und jetzt ist diese Tabelle angelegt. Und um diese Tabelle zu sehen, gehe ich auf Bild, Modus und hier unten auf Farbtabelle und dann taucht diese Farbtabelle auf und auch dieses erzwungene Schwarz-Weiß, weil man es hier öfter braucht. Ja, jetzt kann ich das Ganze speichern und der Farbtabelle, ich habe mir einen Ordner angelegt, nenne das Ganze mal vielleicht Blume, sichern und bestätige das hier. Und wenn ich jetzt auf Farbfelder gehe, kann ich hier oben im Dropdown-Menü Farbfelder laden und dann kommt meine Farbtabellenordner. Wähle diese Blume aus, öffnen und jetzt habe ich hier beginnt mit Schwarz-Weiß diese ganzen Farben. Das sind also alle Farben, die hier in diesem kleinen Bildausschnitt vorkommen. Das war mein Video für heute. Wenn ihr was gelernt habt, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und tschüss, bis zum nächsten Video.